der Möwe Muchachos, Moskau, wir kommen. Bonsoir, Muchachos, seid herzlich willkommen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ihr seht Vlog und Vlog heißt bei den Lusier meistens, dass es irgendwo hingeht. Und heute, Deko, wo geht's heute hin? Heute geht's nach Russland, nach Moskau. Galinka, Galinka, Galinka. Genau, heute geht's nach Russland. Wir wurden wieder eingeladen von Wargaming. Wir zeigen euch jetzt mal unser sexy Russland-Outfit. Und Deko ist als erstes dran. Wow. Muchachos, minus 15 Grad wird das wahrscheinlich auch nicht aushalten. Ich habe auch noch einen richtig fetten Schal. Und dann versuchen wir mal in Russland zu überleben bei minus 15 Grad. Wie krank. Muchachos, wir sind jetzt in Moskau angekommen. Hier sind es gerade ungefähr minus 11 Grad. Wir müssen jetzt noch eine Stunde mit dem Taxi fahren und ich glaube, wir wurden gerade mies abgefuckt. Hier hinter uns ist der Taxifahrer und ich glaube, er hat uns ein wenig abgezogen. Also wir bezahlen jetzt ein wenig mehr, glaube ich, in die Innenstadt als unsere Kollegen, die schon hier sind. Aber wir haben trotzdem ein bisschen gehandelt. Also von 5.200 Rubel sind wir ein bisschen runtergekommen auf 4.000. Ist immer noch eine Menge Asche, aber jetzt müssen wir ganz schnell ins Hotel und dann zeigen wir euch im Hotel noch mal ein bisschen das Zimmer. Unser Zimmer haben wir gerade schon abgecheckt, jetzt schauen wir mal beim lieben Deko vorbei, wie der denn so haust. Diesmal habe ich was an, Muchachos. Das kennen wir ja gar nicht. Treten Sie ein. Pow! Richtig geiles Zimmer, Muchachos. Ich muss sagen, das sieht sehr gut aus. Sieht sogar besser aus als in London. Im September waren wir mit Wargaming in London. Also hier sehen die Zimmer besser aus. Ich glaube, das Material aus London ist eh verloren gegangen. Deswegen habt ihr keinen Vergleich. Aber sehr nice. Guck mal ins Badezimmer. Den finde ich richtig geil. Deko, du musst jetzt eine Probewurst legen. Ich muss eine Probewurst legen. Der scheiß Schalter, Hauptsache, da ist der Schalter. Ja, hab ich auch gedacht. Ich dachte so, egal. Muchas, hier ist der Schalter für das Licht und hier ist der Schalter drin für das Licht. Aber guck mal hier, Dusche auch richtig geil, so zum einfach reingehen so. Weißt du, was richtig geil ist hier? Das wäre was für die ganzen Beauties. Dieser Spiegel mit der Leuchtung ran. Da hat man dann immer so glänzende Augen drin. Warte mal, wir gehen mal so ran. Und jetzt gucken Sie in meine Augen. Wir sind jetzt angekommen in unserem Hotel in Moskau. Und zwar gibt es sonst leider bis jetzt noch wenig Videomaterial für euch. Denn wir waren nur im Flugzeug heute und eine Stunde noch im Taxi. Und es ist dunkel und die Scheiben vom Taxi waren dreckig. Deswegen konnten wir nicht großartig viel Umgebung filmen oder großartig viel machen. Sondern wir erklären euch jetzt erstmal, was wir hier machen und was wir uns erhoffen. Ja, die Fahrt zum Flughafen war wie immer sehr, sehr knapp. Also wir hatten im Endeffekt, als wir am Flughafen die Boardingkontrolle passiert hatten, gar keine Zeit mehr, nicht mehr wirklich auf Toilette zu gehen, sondern wirklich straight dann ins Flugzeug, sind dann 3 Stunden, glaube ich, geflogen. Das ist nämlich das Coole. Also wir sind um 14.20 Uhr sind wir losgeflogen und um 19 Uhr irgendwas sind wir angekommen. Und wenn Chachos, wir sind die Losers. Wir sind Zeitreisende. Und wenn wir zurückfliegen, dann fliegen wir hier um 14 Uhr los und sind schon um 15 Uhr wieder in Deutschland. Crazy. Und als wir dann in Moskau angekommen sind, haben wir natürlich erstmal ein Taxi gesucht. Und da gibt es so einen Taxi-Stand und da stehen 2 Leute vor. Einer, der kein Englisch kann und einer, der Englisch spricht. Und er hat dann so eine Karte, wo dann so ein Umkreis ist mit verschiedenen Zonen. Das ist 100 pro ausgedacht. Und diese 3 Zonen, da musst du unterschiedlich viel Geld bezahlen, wenn du da hin willst. Und der hat zu uns als erstes gesagt, hier, wenn ihr dahin wollt, dann müsst ihr 5.200 Rubel zahlen. Aber wir wussten schon von unseren Kollegen, die schon vor ein paar Stunden hier angekommen sind, dass sie nur 3.500 gezahlt haben.
Und dann dachten wir uns so, okay, der will uns auf jeden Fall richtig auseinandernehmen. Und dann dachten wir uns, okay, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen handeln, dann können wir vielleicht nach unten. Aber was ist, wenn wir ihn so weit verärgern beim Handeln, dass er sagt, das sind übrigens Rubel, Muchachos, 100 Rubel. Das sind, ich glaube, 3 Euro oder so. Digga, dass du einfach mitten im Satz da einfach irgendwas reinhältst. Ich wollte den Menschen, die nicht wissen, wie Rubel aussehen, zeigen, wie Rubel aussehen. Das hättest du auch noch danach machen können. Auf jeden Fall, willst du dich ja irgendwie mit denen irgendwie gut stellen, weil wenn der sagt, nö, du bist scheiße, mit dem Preis fährst du nicht, ja, dann bist du am Flughafen erstmal gefangen, weil... Es gibt eiskalt keine Taxis da. Es gibt keine Taxis da. Es gibt quasi nur diese beiden Vermittler, die da drinnen stehen und dir sagen, so viel zahlst du und dann kannst du auch ein bisschen handeln, aber wenn du den dann irgendwann anpisst oder sagst, nee, ich will günstiger und er sagt, ja, dann guck doch irgendwie, wie du wegkommst. Draußen sind, glaube ich, alle Taxifahrer einfach quasi angestellt oder angewiesen auf diesen einen Vermittler. Das heißt, wenn der sagt nein, dann heißt es nein und du hast Pech gehabt. Also hatten wir nicht so viel Spielraum. Wir haben uns jetzt runtergehandelt von 5.200 Rubel auf 4.000 Rubel. Ja, aber wir haben damit immer noch mehr bezahlt als unser Kollege und wir wollten eigentlich ihn unterbieten. Haben wir nicht geschafft, leider. Wir sind echt nicht die geilsten Händler. Sonst haben wir, wie gesagt, noch nicht ganz so viel erlebt. Das kommt dann ja erst im Morgen. Und der Vlog, der wird dann aber auch erst so Montag, also nächste Woche irgendwann kommen. Und für alle, die sich jetzt wundern, was machen die Losers überhaupt auf einmal in Moskau? Wir wurden jetzt eingeladen von Wargaming. Erstmal gehen Grüße raus an Wargaming. Danke für die Einladung. Wir wurden eingeladen zum zweiten Mal jetzt. Und zwar gibt es hier morgen, also am Samstag, eine Veranstaltung, riesengroß. Es werden neue Inhalte vorgestellt, zum Beispiel. Und außerdem gibt es dann abends noch eine geile Party. Party! Party! Wo wir auch schon richtig Bock drauf haben. Mit 20.000 Leuten wohl. What the fuck, Mann? Und wir mittendrin. Woher kommen sie? Wir werden auf jeden Fall die Legria am Start haben und ein bisschen filmen, ja. Vor Ort. Ja genau, die guten Jungs von Wargaming haben uns ja im September schon mal eingeladen, nach London. Da gab es ja auch neue Spielhalte, die sie vorgestellt haben. Und jetzt halt im Dezember nach Moskau. Wir sind erstmal sehr dankbar dafür. Richtig geil, dass sie uns einfach so einladen und uns diese Möglichkeit hier geben. Und freuen uns schon mal morgen auf die Veranstaltung und was wir da alles filmen können und erfahren können und dann auch an Infos an euch bringen können, Muchachos. Hier werden wir uns die nächsten 2 Tage aufhalten und morgen ist schon der ganze Tag verplant. Deswegen würde ich sagen, Muchachos, gehen wir jetzt gleich pennen. Wenn es euch weiter, Daumen nach oben nicht vergessen und Deko. Reingehauen! Reingehauen!